Moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum zweiten Teil aus Angelpark an der Luhe. Im ersten Teil haben wir den See 3 schön befischt. Hatte ich euch erzählt, wer Frischwasserzufuhr hat und so weiter und so fort. Teich 1 hat auch Frischwasserzufuhr. Ist mir leider ein Fehler unterlaufen, den habe ich hiermit jetzt korrigiert. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Mir das gibt es hier lecker Würstchen, aber nur samstags und sonntags. Genau. Zu absolut humanen Preisen. Und nun schauen wir uns den Vermietungsbereich mal an. Wir haben hier zwei Seen im Vermietungsbereich. Kann man sich cool mit Kumpels einnisten, habt separate Parkplätze und habt einfach nur Spaß einen Tag. Hier haben wir wirklich glasklares Wasser drin. Das sind zwei Mietteiche. Der eine kostet 100. Wie viel Besatz ist da dabei? 10 Kilogramm Portion Kohlen. Und der andere 50, oder? Genau, ja, und 5 Kilo. Kilo. Und 5 Kilo. Okay. Schauen wir mal, ne? Ich sehe noch gar nichts. Rechts seht, kommt das Wasser aus den Quellteichen. Also denke ich mal, dass die Wassertemperatur hier ein Tick höher ist, aber trotzdem selbst im Sommer richtig gut befischbar ist. Mit dem Grillen muss man natürlich sehen im Sommer, Waldbrandgefahr und so weiter. Aber ich denke, dass man hier mit 10 Jungs locker einen richtig coolen Tag verbringen kann. Teichmiete, habt ihr gehört, für diesen See 100 Euro, 10 Kilo Besatz ist damit bei. Und dann halt das, was ihr noch dazu haben wollt. Ist so richtig schön langsam. Eine schöne Portionsforelle auf dem Anton Spezial, so wie ich es mir vorgestellt habe. Also mit 10 Mann, 10 Freunden kann man hier bestimmt richtig schön locker und entspannt eine Runde fischen. Hier haben wir einen schönen Anton Spezial. Schöne Porti. Machen wir mal ein, zwei Würfe, bevor wir euch den Rest der anderen zeigen. So, jetzt machen wir den Mashallah. War drauf. Was? Den Mashallah. Mashallah? Ja. Dona oder? Nein. BCW. Moin. Sag mir auch was, BCW. Ja, das ist die Farbkombination. Okay. Die Schönheit. Ich fahr dann mal eben los, sag ich, ne? Grün-orange. Okay. Fangen wir jetzt hier nicht alle Klassik drauf. Da hat sie. Da fangen alle. Oha. Dann werden wir mal oben gehen. Da ist ein Rohr geworfen, ja. Rot. Die Jahre kriegt man ja ein bisschen Gefühl endlich mal dafür, ne? Wenn man überlegt, wie das mal angefangen hat, ey. Die ersten Würfe mit Spiel, ey. Das sind ja sehr überall. Ich glaube, das ist auch immer. Heute schaffen wir es auch mal wieder mal irgendwo in einem kleinen Ecken heimzugehen. Ich hab das immer mal, aber manchmal kommt da nicht zu der Stelle. Ich hoffe, du denkst, was man mit dem Rasen macht, es einfach und dann. Oh, kann das denn auch so? Nee, häng mal. Im Wasser oder auf deiner Seite? Im Wasser, oder? Flitschen. Die haben auf jeden Fall richtig Druck hier. Guck mal, die eine goldene, ich weiß nicht, die hat zwei dran hinterher gejagt. Ich dachte, das kommt schon wieder noch, aber ich kann. Mit dem Mashallah. Sehr gut. Mashallah.
übersetzt die Schönheit. Petri, danke. Maschallah, Farbe. Richtig. Der Big N. So, schöne Bronze, hat richtig schön Druck gemacht. Und da haben wir den DCW. Hier haben wir jetzt den Kleinteich. Der kostet ja 50 Euro mit 5 Kilo Besatz. Cooler Teich, ich denke mal für Kindergeburtstage genau das Richtige. Oder man möchte selber mal seine Köder testen oder sich weiterentwickeln mit ein paar Ködertests. Sich das Wobblerangeln beibringen, Gummiangeln oder verschiedene Techniken mal ausprobieren. Macht man ein bisschen mehr Besatz rein und dann fängt man sich da die Fische schon raus. Und kann halt seine Angeltechnik ein bisschen perfektionieren. Jetzt mal was zu zeigen. Ich sehe natürlich ein bisschen was drauf. Die GoPro hat das nicht ganz so aufgefangen. Ich versuche das aber nochmal irgendwann besser hinzukriegen. Das ist eure Sicht. Und jetzt setze ich mal meine Brille, meine Wiley X dagegen. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was erkennen. Aber dazu wird es später noch ein genaueres Video geben zu diesen Poolbrillen. Jetzt passend zum Sommer. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zu See 2 und werden den noch mal ein bisschen schön befischen. Warum habe ich mir den Platz ausgesucht? Den See kenne ich nicht. Der Wind, die kleinen Böen, sagen wir so rum, drücken hier in die Ecke rein. Wasser ist aber extrem trüb. Also werden wir, obwohl es jetzt zum Nachmittag ja schon ist, definitiv starten mit Schockfarben und schauen nach, ob wir da irgendwo noch die ein oder andere willige Forelle kriegen. Aber ich gehe eigentlich davon aus. Ein bisschen Werbung in eigener Sache darf natürlich nicht fehlen. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Damit unterstützt ihr mich bei dieser Arbeit. Nicht mehr viele, bis 5000 Abonnenten. Ich denke, da kommt ein nettes Video, ein Gewinnspiel aus Westerau steht. Mist, jetzt habe ich schon leider zu viel verraten. Und in 3 Wochen geht Dänemark los. Oh, Mensch, noch was verraten. Also, wer das nicht verpassen will, klickt gerne den Abo-Button, aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine Videos vom Fishingmann. Keine Ahnung, ist ganz unten gewesen. Nee, ist es nicht. Tatsächlich. Lange kannst du nicht mehr gucken. Und auf was?
MA08. Schön vorne drinne. Perfekt. Richtig schöner Fisch. Ganz wichtig, und das ist echt eine Herzensangelegenheit, nimmt solche Kühlboxen mit. Das ist jetzt noch die alte von Fish Innovation, die neue habe ich mittlerweile auch. Ich kann sie echt jedem nur ans Herz legen, super leicht zu transportieren, Kühlakkus rein, Spaß haben und Lebensmittel ist am Ende eures Tages vom Angeln immer noch in einer vernünftigen Qualität, so dass ihr sie weiter verarbeiten könnt. Fische werden vorsichtiger, aber da fahren wir ja Mitte. Dann holen wir mal jemand aus dem Winterschlaf raus, ne? Meine Diplomaten Nano wieder. Die bringt so viel Spaß im Sommer. Wir haben jetzt hier eine 3 mm Tungstenperle drauf, wechseln das Ganze aber gleich in eine etwas schockigere Farbe, und zwar eine grün-orange. Die Boxen könnt ihr allerdings auch nur so reinstellen, wenn ihr oben keine Spoonanlage drin habt. Nur mal so als kleiner Tipp, dann bekommt ihr ein paar mehr Boxen unter. Oder beziehungsweise ihr könnt es besser sortieren. Sagen wir es so. Aber dazu wird es auch noch ein Video geben zur Sommerzeit. Vielleicht treffe ich mich ja dann mit AB-Fischen. Und sie erklären euch gleichzeitig die Anbauteile. Alex, wenn du das siehst, melde dich gerne bei mir. Hier haben wir den Baracco, 40 mm, ein super Sommerköder, Little Lamello, den wir gerade neu im Shop drin haben. Kann ich euch auch sehr empfehlen. Kommt ihr noch mal einen Tick weiter mit raus. Für die Leute, die es nicht wissen, die Diplomat Nano hat 30 cm Solo-Tip vorne drin, also eine extrem weiche Spitze, so dass der Fisch anbeißen kann und nicht wirklich merkt, dass er an der Rute dran ist. Wir haben hier eine vollparabolische Rute, das heißt, dass diese Rute sich bis ins Handteil durchbiegt. Dazu eine Suare, die ich aber persönlich noch ersetzen werde gegen eine Vanquished 1000, aber das alte Modell versuche ich zu kriegen. Und dann ist die Mischung in meinen Augen sehr perfekt. Das Schöne ist halt, wenn im Sommer die vorsichtigen Bisse kommen, merkt ihr das in eurer Rute, selbst beim Twitchen. Und dann kann er langsam das Ganze rumziehen, merkt nichts und ihr könnt den Anhieb setzen und könnt den Fisch fangen. Ich werde euch jetzt mal versuchen, ein bisschen was zu erklären. Dazu gibt es aber ein paar Zeitlupen. Also seid nicht böse, wenn das nicht durchgehend jetzt läuft. Aber das muss ich jetzt mal machen. Da vorne ist jetzt ein kleiner Trupp. Wir haben einmal rübergeworfen. Ziehen möglichst vorne vorbei, dass viele ihn sehen. Die erste hat mich vorbeigeschnappt. Langsam fischen und sie kommt wieder zurück. Ich hab's schon und wieder Baracco. Ja. Und wieder eine schöne.
Jetzt kommt noch ein schönes Beispiel, und zwar, wenn ein Fisch anfängt zu suchen, nachdem sie euren Köder gesehen hat, verpasst habt, ihr zu schnell seid, müsst ihr relativ zügig wieder in der Nähe des Fisches sein, um dorthin zu werfen und dass der Fisch möglichst schnell euren Köder wieder sieht. Wir haben jetzt links hinten in der Ecke eine goldene gesehen, da werfen wir jetzt hin und versuchen den Barracko dort lang zu ziehen, um halt ihre Aufmerksamkeit komplett zu bekommen. Dann zack, da kommt die goldene auch langsam ans Tageslicht. So, jetzt ziehen wir den Barracko über, da sucht sie jetzt. Hat vorbeigeschnappt, hat nochmal vorbeigeschnappt und jetzt hat sie ihn richtig. Das ist halt wichtig, dass ihr da versucht, möglichst langsam zu fischen oder möglichst schnell nochmal wieder in ihre Nähe zu kommen. Er hat es selber gesagt. Sehen wir auch den Grund, warum er zweimal daneben geschnappt hat. Kurz haken müssen. Da. Habe ich auf der einen Seite gar kein Auge. Da habe ich Auge. Da habe ich kein Auge. Deswegen gar nicht verfehlt zweimal. Ich zähle nicht. Sehen wir nachher. So, wir fischen jetzt mal den Baist von der Firma Godhands in 2,8 Gramm. Ein richtig gutes Pendant gegen den Antemdona. 2,8 Gramm, eine enorme Flugeigenschaft und eine andere Form. Da hatten wir schon den ersten Biss gleich drauf. Ich kann ihn euch wirklich nur ans Herz legen. Das Ding bringt Laune. Zumal er kommt richtig schön weit raus. Wenn ihr runter wollt, kommt ihr relativ weit runter, könnt ihn aber auch weiter oben führen, wenn ihr ihn ein bisschen zackiger führt. Hier ist es, glaube ich, gerade das Richtige. Aus dem einfachen Grund, wir sind hier unten in der Senke im Endeffekt. Dass der See 2 ein kleines Loch hat am Ende, hatte ich euch ja am Anfang einmal erzählt. Lasst da auch ruhig mal den Spoon ganz unten lang ziehen. Da werdet ihr euren Spaß haben, besonders jetzt. Jetzt erhitzt sich das Wasser langsam oben durch die Sonne. Die Fische ziehen sich jetzt nach unten einmal, weil unten noch das Wasser kalt ist, bevor sie dann wieder nach oben kommen, um oben zu stehen für den Sommer. Nur mal so als kleiner Tipp, wer jetzt anfängt zu fischen um diese Jahreszeit, sollte den unteren Teil nicht vergessen, auch wenn er oben die Fische sieht. Aber das war's dann auch. Godhands 2,8. 42. Schöne Goldie ohne Auge. Passt.
So, eine kurze Erklärung. Einige werden sich jetzt fragen, warum hat er jetzt eine Mayo wieder? Er hatte doch erst eine Backhand vorgestellt. Die Backhand war nicht das Richtige für mich. Ganz einfach, die ist super. Gar keine Frage, es gibt bestimmt 1000 Futures, um sie richtig geil zu machen. Turnierfischer fischen sie total gerne. Hier habe ich auch bestimmt nichts gegen oder sagt, dass sie schlecht ist. Bloß für mich als Gummifischer ist eine Mayo 10-mal besser. Ich komme viel schneller an meine Sachen ran, muss nicht groß hin und her räumen. Und ich hätte zu viel Geld reinstecken müssen in die Backhahn, damit sie genau so ist, wie ich sie mir vorstelle und schnell zugänglich zu meinen Gummis. Aber dazu wird es noch ein Video geben. So, das war der Tag in Luhe. Richtig coole Anlage, kann ich euch echt empfehlen. Das soll es gewesen sein. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag 12 Uhr wieder. Ich hoffe, wir haben da die 5000 Abonnenten voll, dass ich das Gewinnspiel raushauen kann. Ich kann euch eins versprechen, Platz 1 ist ein Tag mit dem Fishingmann im Eschede. So, dass ihr mir Fragen stellt, die ihr wollt oder ich euch zeigen kann, das, was ihr sehen wollt. Bis dahin, dicke Fische, dickes Petri, euer Fischingmann.